Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Elfmeter Fußball auf den Punkt. Heute mit dem besten Team der dritten Liga, zumindest was die hessischen Clubs angeht, der SVW in Wiesbaden. Jetzt geht es zum Derby nach Offenbach. Außerdem heute Eintracht Frankfurt auf dem Weg nach Europa, muss in Bremen ran. Und wir werfen einen Blick auf die Frankfurter WM-Arena, wo demnächst nicht nur Fußball gespielt wird, sondern auch American Football. Später dazu mehr. Zunächst aber zu dem Mann der Stunde beim SVW in Wiesbaden, nämlich José Pierre Wungudika. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Hallo. Hallo. Fühlt man sich denn auch so ein bisschen als Mann der Stunde nach dem 3:1 gegen Saarbrücken mit den zwei Vorlagen von dir und dem Treffer? Ja, eher weniger. Also ich denke, dass das Spiel halt generell von der kompletten Mannschaft sehr gut war. Und wir sehen halt nicht nur das Spiel als positiv, sondern halt die letzten, die wir in der Rückrunde gerade sehr positiv geschaltet haben. Und so ganz allgemein, wie fühlt man sich als bestes hessisches Team in der dritten Liga? Oder macht das für euch gar keinen so großen Unterschied, dass man vor Darmstadt und vor Offenbach steht? Doch schon, das ist natürlich für uns schon sehr positiv. Ich denke, dass man halt auch dem Verein damit halt auch zeigt, dass man sehr gute Arbeit in der letzten Zeit geleistet hat. Und das ist schon sehr wichtig halt für uns als Spieler und halt auch komplett als also für den Verein, dass wir ganz klar halt auch nicht nur ein Platz, sondern einige Plätze vor Offenbach und Darmstadt stehen. Was macht denn in letzter Zeit deiner Meinung nach die Stärke der WN Wiesbadener aus, dass man sich in der Tabelle doch wieder auch ein bisschen nach oben orientieren konnte? Ich denke oder ich bin der Meinung, dass wir halt in der Wintervorbereitung den Grundstein dafür gelegt haben und dann halt auch zusammengewachsen sind als Mannschaft und jetzt halt uns richtig halt dran gewöhnt haben, an unserer Spielphilosophie und es halt dadurch jetzt halt auch mit den positiven Ergebnissen halt auch bestätigen. Macht unterm Strich Platz 7 und 51 Punkte. Saisonziel 50 Punkte erreicht. Korrigiert ihr das Saisonziel jetzt für die letzten beiden Spiele immer mal nochmal nach oben oder wie geht ihr da rein? Ja, natürlich. Für uns ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir die Konzentration hoch behalten und für unsere Gegner, Offenbach wie auch Karlsruhe, sind die letzten zwei Spiele sehr entscheidend. Und für uns ist es halt so, dass wir dann halt da keine Punkte einfach herschenken, gerade gegen Offenbach, wo es halt ein Derby ist. Und wir halt auch ganz klar halt auch im direkten Duell halt auch zeigen wollen, dass wir besser sind. Dann wollen wir jetzt einmal vorausblicken auf das Derby gegen Offenbach, ganz nebenbei auch ein Ex-Club von José. Die Offenbacher ja momentan mit ganz anderen Sorgen nach einer Saison mit drohender Insolvenz und Punkteabzug. Ja, da wird es jetzt richtig schwierig für die Offenbacher. Bei den Kickers geht die Abstiegsangst um. Zwei Spieltage vor Saisonende, nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Gleich 5 Teams im Tabellenkeller sind gerade mal 4 Punkte auseinander. Doch davon wollen sich die Kickers erst gar nicht beirren lassen. Schließlich haben sie es selbst in der Hand. Man muss einfach auf sich selber schauen, auf seine eigenen Stärken und ohne großartig auf die anderen zu achten. Im Endeffekt stehen wir ja auf dem Platz und müssen gucken, dass wir die Punkte holen und nicht nur schauen, wie die anderen spielen oder hoffen, die anderen holen keine Punkte. Also von daher ist dann im Endeffekt ist eigentlich egal, wie die anderen spielen, wenn wir unsere Punkte holen. Und von daher ist es auch am wichtigsten, auf uns zu schauen und nicht auf die Gegner. Ausgerechnet jetzt kommt es zum Derby gegen den SVW in Wiesbaden. Mit Rang 7 der mit Abstand beste der drei hessischen Clubs in Liga 3. Zuletzt mit einem 3:1 gegen Saarbrücken. Dank 2 Vorlagen und einem Treffer vom neuen Publikumsliebling José Wungudika. Und einem gut aufgelegten Torwart Markus Kolke bei seinem Drittligadebüt. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, aus erstes Spiel in der dritten Liga zu machen. Mit 3 Punkten kann man natürlich immer zufrieden sein zu Hause vor eigener Kulisse. Ja, natürlich. Mit Abwehrspieler Maximilian Altschwede haben die Wehner just vor dem Derby ausgerechnet noch einen Offenbacher für die kommende Saison verpflichtet. Das Hinspiel konnten sie 2:1 gewinnen. Der Gegner dürfte noch ohne jeglichen Derbypunkt in dieser Saison angestachelt sein. Ja, so ein Derby ist immer brisant und das wollen wir auch auf jeden Fall gewinnen. Und von daher gehen wir da schon engagiert und mit viel Motivation in das Spiel rein. Ich denke, wir haben genug Selbstvertrauen jetzt getankt. Wir können fast jeden Gegner in der Liga schlagen, das haben wir gezeigt. Und von daher gehen wir zwar mit Respekt in das Spiel, aber nicht mit Angst.
Auf dem Biberer Berg droht derweil das Personal auszugehen. Mit Marc Stein ist nun schon der 7. Spieler verletzt. Hinter Torwart Robert Wulnikowski steht noch ein Fragezeichen. Nachwuchsspieler wie Sascha Korb, der polnische U20-Spieler Daniel Czifnil oder Marcel Mosch müssen es jetzt richten. Immerhin konnten die Kickers jüngst beim 2:2 in Rostock ihre Torflaute von 7 Spielen in der Liga und im Hessenpokal beenden. Anstacheln vor dem Derby. Ja, ich sag mal, wir sehen das jetzt weniger als jetzt irgendwelche große Belastung oder als irgendein schweres Spiel. Klar wird es schwer, aber für uns ist es wichtig, da jetzt 3 Punkte zu sammeln. Wir wissen, um was es geht. Wir spielen um den Abstieg. Ansonsten schauen wir eigentlich nur auf uns. Und wenn wir am Samstag daran anknüpfen, wie wir jetzt in Rostock aufgehört haben, dann sind wir da auch guter Dinge, dass wir da auch mit die 3 Punkte bei uns behalten. Denn für Kickers Offenbach geht es auf der Zielgeraden einer Saison mit Punkteabzug und drohender Insolvenz spätestens jetzt um alles oder nichts. Ja, in Wörtchen mitzureden hat im Derby dann aber José-Pierre Wungudika. Du hast ja 2011 mal in Offenbach gespielt, zwar nur ein halbes Jahr. Trotzdem für dich immer noch was Besonderes, gegen die ehemaligen Kollegen wieder mal anzutreten? Ja, es sind leider halt nicht mehr so viele da, mit denen ich mal zusammen gespielt habe. Aber es ist halt trotzdem was Besonderes, halt da auf dem Biberer Berg, der ja jetzt anders ist, das Stadion, als es damals war. Vor allem die Fans sind schon was ganz Besonderes da und ich bin gespannt, wie es so sein wird, die Atmosphäre da zu spielen. Einige, die aber gar nicht wegzudenken sind, wie zum Beispiel Robert Wulnikowski, die ja da schon seit Jahren da spielen. Hast du da so zu dem einen oder anderen noch Kontakt? Ich habe noch heute noch eine Nachricht von dem Zeufert bekommen, mit dem ich ab und zu im Kontakt bin, halt mit den Spielern eher weniger, weil man ja halt oftmals halt die Vereine wechselt, den einen oder anderen, mit dem ich halt, sage ich jetzt mal, mehr zu tun hatte in meiner Zeit. Aber es ist halt, man verfolgt es halt schon, was da halt so seit so in Gang ist. Das heißt, man guckt dann auch mal, sagen wir mal, ein bisschen mit einem weinenden Auge, wenn man mitkriegt, dass ein ehemaliger Club von der Insolvenz bedroht ist, Punkteabzug bekommt. Ja, natürlich. Es ist schon schade, dass die es gerade finanziell jetzt nicht hinbekommen. Also warum auch immer, das sind andere Gründe. Und ja, aber es ist halt schon schade halt für gerade halt auch für die Umgebung, wenn halt so ein Club, so ein Traditionsclub dann halt runtergehen müsste, weil die es finanziell nicht hinbekommen. Trotzdem, sportliche Hilfestellung gibt es nicht. Der SV Darmstadt 98 hat es diese Saison schon vorgemacht, wie man gleich 3-mal gegen die Offenbacher gewinnt, sowohl in der Liga als auch im Hessenpokal. Wie wollt ihr denn am Wochenende in das Spiel gehen? Wir haben es ja in der Hinserie hinbekommen, schon einmal gegen die zu gewinnen. Und ich denke, dass wir halt auch guter Dinge sind, dass wir es am Samstag hinbekommen. Wir werden unsere eigene Taktik halt weiter verfolgen. Und dann bin ich halt davon überzeugt, dass wir es halt auch schaffen werden. Ist es eigentlich ein Vorteil, wenn jetzt 7 oder 8 Offenbacher angeschlagen sind oder vielleicht sogar eher ein Nachteil, weil die von den Nachwuchsspielern, die dann auf dem Platz stehen, die wollen ihre Chance ja auch nutzen und Gas geben? Ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, werden wir halt Samstag nach dem Spiel erst besser wissen. Ich denke halt, vor dem Spiel kann man halt immer leicht sagen, Vor- oder Nachteil, man weiß es halt nicht. Also die wir halt spielen werden, die kennt man dann halt nicht, weil man die halt nicht auf dem Zettel hat. Und bei den anderen hätte man sich halt auch vielleicht besser vorbereiten können. Dann wollen wir gleich noch weiter sprechen über das Derby zwischen den Offenbacher Kickers und dem SVW in Wiesbaden, aber auch auf das Spiel der Frankfurter Eintracht in Bremen vorausblicken. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück, liebe Fußballfans, zu Elfmeter. Vor dem Saisonendspurt und vor allem vor dem Derby in Offenbach bestreitet der SVW in Wiesbaden bereits kräftig Kaderplanung für die kommende Saison. 8 neue werden kommen, darunter auch ein Offenbacher, nämlich Maximilian Alschwede, José-Pierre Wungudika. Ist das nochmal zusätzlich ein bisschen Brisanz vor so einem Derby, wenn dann schon bekannt ist, dass einer vom Gegner in die eigene Mannschaft wechselt? Ich denke, die Brisanz wird dann eher von den Offenbacher kommen, die das uns vielleicht dann übel nehmen, dass es vielleicht jetzt erst gerade vor dem Derby bekannt gegeben wird. Also von unserer Seite ist es halt nicht so. Ich bin mal gespannt, wie die Fans gerade jetzt halt auch auf den Spieler der Offenbacher halt auch reagieren.
Das warten wir mal gespannt ab. Dafür gibt es aber auch einen Abwehrspieler bei euch, der zum Saisonende aufhört, Sven Schimmel. Wie ist das für dich als Kollegen? Weil er hängt ja wirklich schon mit 23 Jahren seine Fußballstiefel an den Nagel, sagt ja, er hätte mit 23 noch nicht so ganz seinen Traum vom Profifußball erfüllen können. Man müsste bei jedem neuen Trainer immer wieder von Null anfangen. Macht einen das als Mitspieler eigentlich auch nachdenklich? Ja, natürlich, weil vor allem Sven ist ja auch einer, der saisonübergreifend halt zum Stammpersonal gehört hat. Und es ist schon halt auch verwunderlich für jeden Einzelnen in unserer Mannschaft gewesen, dass er aus seinen Gründen halt nachvollziehbar sind, aufhört. Und es ist halt, stimmt schon, dass man halt auch bei jedem Trainer, der kommt, man sich dann halt nochmal beweisen muss. Und für ihn ist es halt dann zum Entschluss, er ist halt zum Entschluss gekommen, dass es halt an der Zeit ist, halt aufzuhören. Habt ihr ihn unter Kollegen eigentlich versucht zu überreden, doch noch eine Saison zumindest mal dran zu hängen? Ja, man hat schon mit ihm halt Gespräche geführt, aber ich denke, das ist halt eine Entscheidung, die der nicht innerhalb von einem Tag getroffen hat. Der hat da schon, so wie ich ihn halt auch kenne und einschätze, sich schon mehrere Gedanken darüber gemacht und das ist halt dann halt auch nachvollziehbar. Er wird ja zumindest auch ein schönes Abschiedsspiel bekommen. Am letzten Spieltag müsst ihr zu Hause ran gegen den Karlsruher SC. Die Karlsruher wollen ja allein schon mit 5000 Fans aufkreuzen. Das wird sicherlich nicht nur für ihn, sondern auch für euch alle nochmal so ein richtig schöner Saisonabschluss, oder? Ja, gerade bei der Zuschauerzahl, die dann halt da auch sein wird. Ich hoffe, dass von uns dann halt auch sehr viele Fans da sind, dass wir dann nochmal zum Saisonabschluss eine super Kulisse haben. Und vielleicht wird es dann halt auch noch für die Karlsruher ein sehr entscheidendes Spiel, falls sie dieses Wochenende keine 3 Punkte holen sollen. Und den Aufstieg damit noch nicht ganz perfekt gemacht haben. Es ist vielleicht ein bisschen verfrüht, aber wo wir gerade auch beim Thema Neuzugänge sind, was denkt ihr denn, was ihr in der kommenden Saison dann für ein Ziel anstreben werdet in der Liga? Also ich denke, dass die Marschroute schon halt von der Geschäftsführung und halt auch vom Trainer ausgegeben wird. Und da kann ich halt jetzt noch nicht so viel zu sagen, da ich halt auch den einen oder anderen Spieler, den wir halt auch neu verpflichtet haben, nicht kenne. Und man weiß dann halt auch nicht, wie die Qualität ist und wer uns vielleicht noch verlässt. Aber was der Kader von der jetzigen Saison angeht, ist es halt schon, kann man schon mit uns rechnen, dass wir auf jeden Fall in den oberen Drittel halt auf jeden Fall dabei sind.